4.30 Uhr mitten in der ersten Schicht. Wer laufende Teigmaschinen und knetende Hände erwartet, wird enttäuscht. Bereits vor 2 Jahren hat die Bäckerei Bock in Röthenbach ihren Dienstplan vollkommen umgestellt. Früher wurde die Ware ausschließlich in der Nacht produziert, alle Mitarbeiter mussten ran. Das gibt es hier nicht mehr. Die Bäckerei hat ein neues Zweischichtsystem eingeführt, sodass die Mitarbeiter nicht zwingend in der Nacht arbeiten müssen. Der Auslöser für diese Umstellung war laut Monika Rauscher die Pandemie. Vorher waren halt ganz viele Menschen, Mitarbeiter am gleichen Ort und haben in der gleichen Halle gearbeitet. Und als dann Corona kam, haben wir ernsthaft darüber nachgedacht, wie wir den Betrieb aufrechterhalten können. Was passiert, wenn uns einer ausfällt und mehrere ansteckt? Dann können wir die Versorgung nicht mehr klarstellen. Wir sind ja damals als systemrelevant eingestuft worden. Das war für uns ein ganz neuer Begriff. Man hat schon vorher darüber nachgedacht, ob man diese zwei Schichten nicht machen sollte. Aber da war eben der Moment, dass man sagen konnte, jetzt wird's gemacht. Seitdem wird in der Nacht eben nicht mehr produziert, sondern nur noch aufgebacken. Heinz ist gerade für die Brezen zuständig. In der Nacht, wenn ich komme, fahre ich die raus, stelle sie noch einmal kalt, damit sie absteifen, damit sie durch die schöne Maschine durchgehen. Und dann werden sie belaufen und gebacken. Der gelernte Bäcker ist schon seit 7 Jahren im Betrieb angestellt. Ihm kommt ein Schichtdienst und vor allem die Nachtschicht sehr gelegen. Geht es, wenn die jungen Leute nicht mehr Nachtschicht arbeiten möchten. Aber der Vorteil, der ganz große Vorteil ist darin, dass ich unter der Woche was erledigen kann. Trotz, dass ich 7 oder 8 Stunden auf Arbeit gehe. Jetzt müssen die Brezen aufgebacken werden. In der Zwischenzeit kümmert sich Heinz um die fertigen Brote. Die müssen dann in die Transporter beladen werden. Das alles sind Aufgaben, die hauptsächlich in der Nacht gemacht werden müssen. Um 8 Uhr morgens beginnt dann die neue Schicht. Für Sebastian der Start in seinen Arbeitstag. Der 36-Jährige arbeitet bereits seit 5 Jahren als Feinbäcker und stellt zum Beispiel Gebäck aus Blätterteig her. Heute Dinkelplunder mit Nussfüllung. Für ihn ist das Arbeiten am Tag besonders praktisch. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber ich muss sagen, für die Tagschicht ist es, ich bin einfach fitter. Mein normaler biologischer Tagesrhythmus ist wiederhergestellt. Ich habe keine Probleme mehr einzuschlafen, was vorher ein großes Problem war. Ich habe mehr Zeit für die Familie, für Freunde oder um am Wochenende wegzugehen. Und das hast du in der Nachtschicht einfach nicht. Besonders fit kann er jetzt den Blätterteig ausrollen und mit der Nussmischung befüllen. Von insgesamt 8 bis 14 Uhr werden die Feingebäcke für den nächsten Tag vorbereitet. Diese können dann länger in der Kühlung bewahrt werden. Durch die moderne Kühltechniken können wir Backwaren anders herstellen, wie es noch vor Jahrzehnten war. Wir können die Teiglinge in Ruhe gären lassen. Wir haben einen verlängerten Gärprozess. Dadurch brauchen wir weniger Hefe. Sie haben ein verträglicheres Produkt über lange Teigführung. Wir haben große, schöne Süßblasen in unsere Gebäcke. Das ist der Vorteil davon. Die Umstellung des Dienstplans ist hinsichtlich der Qualität von Vorteil. Eröffnet aber auch personell neue Möglichkeiten. Die Bäckerei hofft, durch ihr Schichtsystem viel Nachwuchs für das alte Handwerk zu begeistern.